Ey, nervst du mir hier schon wieder, Alter? Bier, der Schlüssel zur Zufriedenheit. Bier trinken ist Na ja, besser als klar. arbeiten, das ist wohl wahr. Das klingt der Alte schon. Nee, noch nicht. Man ist ja jetzt schon Zeit heute, oder? Mann, Mann. So. Ich verstehe das auch nicht. Oh! Alter, hast du das gesehen? Abgestürzt. Ich trinke nur dreimal Bier in der Woche, gestern, heute und morgen. Ah. Ah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ja, moin moin. Wird mal wieder Zeit, ein paar Videos. Wir testen immer Jan Produkte. Und weil ihr uns nicht zuschickt, müssen wir Bier testen. Das ist nämlich günstig, das können wir uns leisten. So, was haben wir in der letzten Folge getrunken? Letzte Mal haben wir getestet. Feinstet Kloster Scheiern Kloster Gold Hell. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon getrunken habt und wie euer Fazit aussieht. Und was trinkt man diesmal? Ein Gessener Landbier? Gessener Festbier. Ach, Festbier, mein Gott. So wie in der letzten Folge angeteasert. Dann machen wir alles mit unserem geilen Biertasting-Protokoll, was wir uns über die Jahre hin erarbeitet haben. Und es wird auch immer verfeinert. Von Folge zu Folge wird es immer feiner. So sieht's aus. Was ist denn? Habe ich die Quittung hier gelassen? Wegen dem Preis? Keine Ahnung. Ist weg. Gut. Ist ja auch irrelevant, oder? Steht sowieso nicht hier im Protokoll. Preis ist, machen wir nicht mehr. Nee. Gut, sehr schön. So, ich habe gerade eine SMS bekommen. Aha. Gessner Festbier. Gut. Schauen wir uns mal an. Gessner Festbier. Kennt das einer? Hat das schon mal einer getrunken? Prognose. Bronze. Bronze. Wenn du da was vorlesen willst, wir haben natürlich recherchiert, wir sind immer fleißig. Habe ich hier was für dich. Da. Oha. Prognose Bronze, ich sag Silber. Gut. Festbier schmeckt meistens sehr, sehr gut. Ah, guck mal, hier ist schon der erste Fehler. So, Gessner Original Festbier. Tradition und Regionalität. Das Gessner Festbier stammt aus Thüringen, einer Region mit einer jahrhundertelangen Brautradition. Interessanterweise war das Gessner Original Festbier lange nur regional bekannt, doch es hat sich mittlerweile überregional einen Namen gemacht. Ja, stark für Feiern. Mit etwa 5,6% Alkoholgehalt, das ist perfekt für Festlichkeiten. Stark genug, um die Stimmung zu heben, aber nicht zu stark, um die Feier vorzeitig enden zu lassen. Hört, hört. Mhm. Ein Kuriosum. Wusstest du, dass Gessner zu den ältesten Brauereien Thüringens zählt? Klar, wie sieht das da? Die Brauerei... 1622, stimmt's? Ah, richtig. Das steht sogar hinten drauf. Und ist somit fast so alt wie das deutsche Reinheitsgebot. Wie alt ist das? Alt. So. Oh, alt. 1516 übrigens. Da gibt es Sticker von uns zu kaufen. 1516. So. Holt euch die Sticker, falls ihr vergisst. Könnt ihr euch da genau belesen. Klebt das überall ran. So. Genug vorgestellt. Auspacken, wegpacken. Auspacken oder wegpacken. Ja, du kennst ja meine Meinung zu den Flaschen. Die sind top. Gerade im Sommer. Wegen dem Verschluss. Hat man ja letztes Mal beim... Sieht man ja beim Mönchshofell, ja. Was da so gerade daneben steht. Ja, genau. Hat man auch mitgekriegt hier beim Sommerfest. Ne? Ja, stimmt. Viermal hatte ich eine Wespe im Bier. Genau, siehst du deshalb? Ne? Das ist top im Sommer. Ja, der Bügelverschluss. Oder wenn ein Vogel mal von oben rinscheißt. Ne? Das ist natürlich auch sehr nachhaltig. Zum Thema Möwenpick willst du niemals in der Flasche haben. Aber immer aufpassen an der See. Die haben ja auch eigene Flaschen. Ja. Da ist ein Wappen drauf und
Hier ist Profilprojekt Gessner. Mhm. So, jetzt schneiden wir mal kurz raus. Ach, eigentlich. Ja. Aber der Rand ist grün und hier oben auch. Und das gefällt mir auch nicht. Nee, mir auch nicht. Also muss ich leider einen Punkt abziehen. Ansonsten hast du da den Fleiß hier. Was ist das denn? Was machen die denn da? Den Hopfen klar oder was? Ist das Wappen, ist das? So verziert mit Flügeln und so weiter. Brauchst du eine Brille? Nein. Eine Lupe. Drei Punkte? Ja, ja. Augensucht oder Augenflucht? Eingießen. Ist das dein Glas? Ja. Okay. Ja, ist gut. Ruckuff. Ja, okay. Das ist schon in Ordnung. Lieber spät als nie. Waren das? Ich weiß es nicht. Vielleicht wart. Nee, ist alles gut. Kipp in. Okay, so. Hm. Guck mal jetzt raus. Glück, Glück, Glück. Na, Bier. Bier. Oh, schöne Farbe. Und du willst ja auch noch was haben? Ja, sicher. Oh, dunkel bernsteinfarben. Ja. Oh, den Schaum hört man so ja. Mhm. Kohlensäure. Aber der baut sich ja ganz schnell ab, wa? Ja, aber der hält sich auch schneller, als man erst vermutet. Ja, ist hübsch. Mhm. Schön klar. Riecht fruchtig. Und schön dunkel. Sehr fruchtig. Mhm. Ganz hoch 3 Punkte geben. Oder? Ja. Ich würde 3 Punkte geben. Ich bin heute gut gestimmt. Ja, du, ich hätte es auch gemacht. Definitiv 3 Punkte auf jeden Fall. Sehr schön. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Tja. Wie schmeckt's? Was ist das denn? Ist auch nicht abgelaufen. Ey, ist der Fingertest? Finger weg vom Alkohol. Hat eine sehr malzige, süßliche Note. Ja. Ja? Mhm. Herb, eine leichte Herbe, aber da über das Malzige ist absolut im Vordergrund, definitiv. Schöne Kohlensäure. Das schmeckt so irgendwie. Das ist was für. Nicht zu herb. Das Herbe sehr sanft. Malzige. Der Hopfen, also das Malzige übertüncht den Hopfen. Riecht aber angenehm fruchtig. Das schmeckt wie das Festbier, Weihnachtsbier von Münchshof. Ja. So. War das auch so malzig? Ja. Also. Also ich habe da schon eine Zahl im Kopf. Für mich ist es eine 10. Ja. Mal gucken, ob da eine Uwe kommt. Special Points, Besonderheit. Gessner ist eine ältere Brauerei, haben wir gelernt. Genau. Alte Brauerei, die Flasche, wie gesagt. Das Gessner gibt es auch eine ganze Menge Zeugs, ne? Das ja, ist ja gut, Wahnsinn. Aber mit jetzt um das Zeug hier. Ja. Ja, also. Maximal einer. Ja. 1 Punkt ist in Ordnung. Deutsche Dreinetz hier gut. Ja, na sicher. Bayerischer, ne? Thüringen. Brauwasser, Gersten, Malz, Hopfen. Sonneberg. Ach, guck mal. Ja, nach dem deutschen Reinzimmer überholt. Jetzt kommt so ein bisschen das Zitronige raus. Guck mal, der Schaum bleibt auch am Glas hängen. Mhm. Uwe? Können wir noch nicht beurteilen. Müssen wir erstmal. Das ist aber interessant, ne? Also, ich hatte jetzt am Anfang
Ich weiß ja nicht, ob das wahrscheinlich... Am Anfang hatte ich dieses recht malzige. Jetzt geht es eher so in das hopfig säuerliche. Tja. Ist ja alles drin. Da ist wirklich alles drin. Aber wirklich. Willst du mir Witze erzählen oder sag ich hier einen Fakt? Joa, nö. Gucken, wir haben hier eine Bierweisheit. Ich dachte, ein Witz. Ach so. Aber kannst du auch. Naja, immerhin. Also wir haben hier 100 Bierweisheiten. Also können wir, bin ich so oder so, aber Hopfen und Malz ab in den Hals. Ne? Das machst du nächstes Mal beim Anstoßen. Prost. Gute Idee. Muss noch an mir arbeiten. Ja. Abstreichen. Also. Ich kann nicht mehr reden. Das kaut drin, das Zeug. Hat ja auch 5,5 Volt, ne? Boah, ich mag das nicht, du. Den hier? Ist mir egal, na, sag mal. Das ist ja ein schön diskriminierend. Mach mal. In der Kneipe. Ein Bier bitte. Alkoholfrei. Kann ich auch. Was ist das denn? Kann ich auch mit Spielgeld zahlen? Ja, weil alkoholfrei und Spielgeld. Ja, naja. Ha! Haben wir das jetzt mit der Witze? Eigentlich würde ich noch ihn hinterher schieben, mach weil. Mal. Mach mal. Wie zeigt ein Mann, dass er Zukunftspläne hat? Er kauft zwei Kästen Bier statt einer. Aber das war ja kein Witz, oder? Ich finde, das ist eine Weisheit. Das ist eine Weisheit. Du verwechselst hier irgendwie was mit der Weisheit. Das ist aber hier ein Witz. Das hier sollte ein Witz sein. Aber ich finde das auch. Das mache ich auch immer. Ja, wir müssen mal den Praktikanten in eine Spur schicken. Der, also. Der wird nachlässig irgendwie. So. Weiß genau, Weisheit. Na gut, fangen wir an. Machen wir weiter mit den Fakten. Ich habe gleich Fakten, Bier ausgetrunken, weil es so gut schmeckt. Ja, dann fangen wir mal los hier. Massad, wie gesagt, wie viele Kalorien das Bier hat? Nee. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, so knapp über 40. Wie viele Kalorien hat ein Bier? Ein Standardpilz, 0,5 Liter, na, enthält etwa? 41, 42 Kilokalorien. Das ganze 0,5 Liter? Ach so, Pilz. Knapp über 200, 204, 205. 200 bis 250 Kalorien. Ja, abhängig von der Biersorte und dem Alkoholgehalt. Genau. Umso mehr Alkohol drin ist, umso mehr Kalorien hast du auch natürlich. Biere mit höherem Alkoholgehalt enthalten oft mehr Kalorien, haben wir gerade gesagt, während alkoholfreies Bier weniger hat. Übrigens, hier hast du noch erstmal die Angabe mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum plus der Uhrzeit. Ja, also das musst du, also wenn du am 4.12. anfängst zu trinken, dann musst du vor 10.53 Uhr leer haben. Ja, das ist ein Bier zum Vormittags, zum Zuschoppen. So. Vormittags zuschoppen Bier, vielleicht ist das ja ein Advent. Adventsbier, im Adventskalender. Ja, ja, noch Tür 4. So, Uwe. Nee. Hast du schon ausgetrunken? Ich bin noch nicht fertig, ja, aber sag mal. Ich zweifle, dass da noch ein Uwe kommt. Was ist das denn hier? Ist das eine 3D-Brille? Nein. Gut, die passt nicht. Oh, 5,6. Ich brauche eine Brille. Ja, weil da steht 5,5. Ja. Ehrlich? Ehrlich. Oh, hier steht etwa 5,5. Ja, etwa. Ich kann auch etwa 10% sagen. Nee, so nicht. Nee, aber, wieso nicht? Aber 5,5 sind schon in etwa 5,6. Das haut schon hin. Wir sind, schon ja okay. Nicht, wir sind ja nicht beim Schätzen. Wir sind ja hier bei den richtigen Angaben. Also entweder bescheißen die oder... Na, wenn denn sind es hier, der Praktikant wieder. Der Praktikant. Ja, wenn es so weitergeht, dann suchen wir uns einen neuen. Bewerbung, na, warten wir mal ab, mal gucken. Er hat noch, ich habe ausgetrunken. Also wer eher malziger, so ein bisschen malziger gerne hätte und weniger bitter und
nicht so hopfig und mit einer leichten Säure. Der kann das wohl mal probieren. Das ist voll lecker, probiert das unbedingt mal. Apropos lecker. Warst du beim Bäcker? Ja. Uwe? Nö. Der war nicht da. Bäckerfaktor auch nicht. Nö. Ja und, was ist mit lecker beim Bäcker? Erzähl zusammen. Ich sag nichts mehr, sonst gibt's nur Gemecker. 21. Ah. Ab wann gibt's hier alt? Oh, 24. Okay. Ich hab schon. Warte mal, ich zähl nochmal. Vielleicht zeig mich ja. Verzählt? 17 und 4 sind 21, würde ich sagen. Immer noch, ja. Aber trotzdem voll lecker. Ja, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebäu für gute Kumpel. Ja. Yes! Schöne. Wo ist er der? Mann, ich ruf den bald. Wieso ist er kaputt? Ich ruf den bald nochmal, ey. Ist er weg? Unser Button ist verloren gegangen. Ja. Weil er grün ist, ich ruf einen blauen. Ich glaube, der rote war. Das stimmt. Der hat, der hat den bestimmt vom Tisch geschubst und seitdem. Richtig. Jetzt ist er weg. Gut. Was trinkt man als nächstes? Beim also nächsten erstmal Mal. Schöne Grüße an die Gessner Brauerei. Er macht echt einen feinen Job. Ja. Übrigens. Sehr gute Leistung. Seitdem, also die sind immer noch in Familienhand. Oh, cool. Ja, also seit dem Anfang sind die immer noch in Familienhand. Ich weiß nicht, warum das da nicht drin stand, aber ich habe selber mal recherchiert. Praktikant. Ja, wenn du das jetzt siehst. Naja, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Aber gefällt mir, sowas finde ich immer gut. Ach, hier kommt das. Mein Gott, das ist halt, wenn du hier. Man, das sieht so schön schlicht aus, das ist halt für dich. Eier! Schlichte Leute. Eieieiei. Lagerhell. Nächstes Mal. Eiers, Ringer, Lagerhell, Bayern, Zeugs. Bayern, aus Bayern kommt das. Höchstwahrscheinlich sieht man ja am Wappen. Unbedingt wieder einschalten, unbedingt einen Sticker kaufen und unbedingt Enrico Bescheid sagen, der soll sich mal ein bisschen anstrengen und den Praktikanten in eine Spur schicken. Aha, und dann sehen wir uns wieder. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, reagieren. Ja. Haut rein. Bleibt fein. So muss das sein.